Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Arena. Diesmal mit Jeskai Fire Super Friends. Fire Super Friends. Jeskai Super Friends war ja schon bisher immer ein gutes Deck. Oder prinzipiell Super Friends bedeutet halt, viele Planeswalker werden gespielt. Und Jeskai bedeutet rot, blau, weiße Farben werden gespielt. Und ja, prinzipiell, wir haben in diesem Format jetzt mit Jeskai Super Friends und Fires of Invention eine neue Karte bekommen, die Feuer der Planeswalker neu glühen lassen. Mit Fire of Inventions im vierten Zug können wir prinzipiell beliebig immer Planeswalker legen. Wir vermehren unsere Planeswalker auf dem Board, je nachdem wie viel Mana wir insgesamt haben, und können zwei pro Runde spielen. Das ist ein ziemlich starker Effekt, und durch ein paar niedere oder kleinere Planeswalker schaffen wir das auch recht schnell, hier gut was zu erreichen und den Gegner aufzuhalten, bis wir halt ihn entweder removen mit einigen Tricks oder uns was Großartiges mit Fae of Wishes wünschen aus unserem Sideboard, oder prinzipiell genug große Planeswalker haben, um das Spiel für uns einzunehmen. Im Sideboard, dadurch, dass man meistens erst nach Fires of Invention Fae of Wishes nutzt, sind natürlich auch andere Farben vorhanden. Da sind einige nützliche Spells, die verschiedenste Effekte haben. Mass Manipulation, wenn man viel Mana hat und die Gegner einfach übernehmen muss. Blind White Celebration, wenn man einfach mal ein paar Tokens machen muss oder irgendwas wieder zurückholen. Einfach, man hat mehrere Möglichkeiten. Casualties of War, wenn man verschiedene Sachen zerstören muss. Noch eine Chandra, falls man hier burnen muss. Commanded Redheart, falls man alles wieder zurückholen will. Nicol Bolas, weil einfach Value pur ist. End of the God Eternals ist ein guter Removal. Time Wipe ist ein Massenremoval. Sarkhan ist ein ziemlich starker Planeswalker. Massenremoval. Counter. Counter. Removal. Planeswalker. Massenremoval. Und Disenchant. Für Artefakt und Enchantment Hate. Also für alle Situationen ist da was vorhanden mit Fae of Wishes. Eine meiner. Ja, diese Karte wird man auf jeden Fall noch häufiger sehen, glaube ich, weil die macht die Decks ziemlich praktisch. Blaue Decks mit Fae of Wishes haben immer 15 Karten extra, wenn sie die Zeit haben, sie zu spielen. Und durch Fires of Invention haben wir die Zeit teilweise. So, gut. Ich habe schon ein paar Mal getestet, dieses Deck. Es ist auf jeden Fall sehr spaßig zu spielen. Es macht Bock. Und wenn der Gegner nicht schnell genug ist, dann übertrumpfen die ganzen Planeswalker selbst White Weenies. Oder selbst die Weenies. Versuchen wir es auf der Ladder. So, wir haben einen Gegner, den ich nicht aussprechen kann, nicht lesen kann und so weiter und so fort, und dürfen nicht anfangen. Das ist eine gute Basis für den Beginn. Ja, das Fibbletip Cover und ich bin Fibbletip. Ah, hervorragend. Hervorragend. So, wir schauen erstmal Interplanetary Beacon. Erstmal nicht notwendig, wir haben vier Länder. Vier Länder ist ausreichend, ich brauche gerade nicht viel mehr Länder. Die müssen erstmal gespielt werden. Wichtiger wäre jetzt. Ja, gut, den kann ich zum Glück loswerden. Danach ist wichtiger, jetzt erstmal was Gutes zu bekommen. Okay, das wird ein Henchdeck sein. Das wird brutal, weil da haben wir nur Time Wipe. Ja, jetzt kommt der. Nein, jetzt kommt kein riesiger Dino. Gut. Ja, den riesigen Dino, dagegen hätten wir jetzt sogar was. Den allein will ich nicht bekämpfen. Er ist zwar gefährlich, weil er Mana produzieren kann, aber das interessiert mich allein nicht. Vielleicht können wir mit Clarion noch mehr rausholen. Sind wir ein bisschen greedy. Oh ja. Oh ja, ich sehe da mehr. Spielen den Massenremoval. Das indeed ist ein Board, das ist mir wert, removed zu werden. Da bin ich dafür. Ja, das müssen wir mal unterbinden, was der da vorhat. Was auch immer das sein soll. Brauche nicht. Okay. Dann removen wir mal seine Mana-Dorks. Und bringen ihn mal wieder auf 4 Mana zurück. Und schauen, was er noch für uns vorhat. 5 Mana. Mana hat er auf jeden Fall. Die Frage ist, hat er auch irgendwas, was er spielen kann mit dem Mana? Scheinbar nicht viel. Ich könnte jetzt eine Karte ziehen. I know my responsibility. Oder ich spiele. Nee, ich ziehe eine Karte. Genau. Wir brauchen nämlich Stuff.
Wir brauchen Stuff. Problem ist Planeswalker. Planeswalker ist ein Problem für mich noch. So, du konntest nichts für... So, du konntest nichts spielen mit 5 Mana. Mit 6 Mana ist, glaube ich, dein magisches Limit erreicht. Tja, removen wir einfach mal deinen Druiden. Ist zwar ein bisschen Overkill, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass 6 Mana das Mana ist, das er nicht opfern möchte. Wir haben noch kein Fire Invention, deswegen... Mist, den kann ich jetzt nicht mehr entfernen. Das ist schade. Oder vielleicht doch. I fight with a dragon's rain. Okay. Jetzt kann er seinen Planeswalker spielen. Oder irgendwas Großes. Mit 6 Mana geht er bestimmt einiges. Ja, das ist... Listen to them roar. Block ich gerne. Ein weiterer Mana-Dog weg. Er ist wieder bei 5 Mana. Da haben wir es doch endlich. Fire Invention. So, gut. Prepare to marvel at my mother. Oh, I've done the hero thing. I will call the dragons. Angriff! Wir sind jetzt die Drachen-Planeswalker. So, jetzt hat er 6 Mana. Er hatte gerade schon 6 Mana und hat nichts gespielt. Ich weiß nicht, was er gerade spielt. Er wollte viel Mana generieren, hat aber nichts geschafft. Keine Ahnung. So, dann wir dürfen als zweites anfangen. Wir haben Removal, wir haben Early Game Planeswalker. Wir brauchen jetzt nur einen Mana. Okay, ein langsamer Start. Bin ich zufrieden damit? Die Farbe ist schwarz. Schwarz ist in Ordnung. Ein Land. Ja, ein Land kann ich noch gebrauchen. Ein blaues Land sowieso. Für Narset. Das ist gut. Das ist alles recht gut. Ach du Schande. Was haben wir denn da? Gedanken auslöschen. Ja, was willst du denn auslöschen? Narset wahrscheinlich. Das ist schlecht. Wir spielen gegen Control. Ja, Narset ist das Einzige, was Sinn macht gegen mich. Wobei, du siehst nicht, dass ich ein Land noch ziehe. Ja, gut. Ein weiteres Land. Nein, ich brauche jetzt nicht zwingend noch ein weiteres Land. Gerade eben nicht. Teferi wird mir... Das ist ein Control-Spieler. Control-Spieler kann ich... Kann ich vermutlich nicht viel gebrauchen. Interplanet Beacon. Okay, dann kommt Teferi. Right on schedule. Submit. Trust me, I have a plan. Oh, oh. Da schauen wir mal. Out of Kaya? Kein Problem. Kann ich mitnehmen. Jetzt bräuchte ich bloß was Gutes zum Nachlegen. Oh, das ist doch super gut. Das ist super gut. Fire of Invention. If you show remorse, I'll show respect. So, er kann gerne nochmal was machen. Yes, Fae of Wishes. Gegen Control. Was holen wir gegen Control? Doom Foretold. Naja. Okay. Teferi holen wir da. So. Granted. Wir haben 4 Mana. Ein Disenchant könnte da helfen. Ein Disenchant. Jetzt weiß ich auch, welches Deck es ist. Ah. Esper Stax. Wir spielen gegen Esper Stax. Ein Counter. Nicht unbedingt. Okay.
Esper Stacks. Ah ja, da müssen wir Value generieren. Unsere Hand ist dafür überhaupt nicht geeignet. Leider. Esper Stacks, das bedeutet 2 Top. Holy moly, wir schauen erstmal nach. Ah, das ist doch einer, den wir gebrauchen können. Aber wir können ihn noch nicht spielen, uns fehlt ein Land. So, in Ordnung. Doom Foretold. Das ist die Frage, die Fee of Wishes. My turn. Resolve. Das wird gekillt. Chandra. Wir schauen nochmal. Wir finden einen Tefari. Spielen das. Spielen ihn. Und bouncen unsere Fae of Wishes wieder zurück. Ein Land bräuchte ich. Discard a card. Ein Schock ist nicht notwendig. Ich brauche dringend ein Land. Out of Kaya. Ja, das tötet einen. Fairy werde ich dann töten. Na! Er will meine Fires of Invention killen. Ja, wir haben ein Land. Hervorragend. So. Ugin. Ugin ist gut. Ugin ist sehr gut. Dann spielen wir die Fae of Wishes so. So, er opfert wieder was. Er kriegt keine Karten von mir. Das Spiel können wir spielen. Okay. I must train harder. Ja. Okay, doch, er kriegt was. Ich werfe ein Clarion ab. Discard a card. Discarden wir Sarkan. Okay, shit. Mir fehlt immer noch ein Land, das ist ärgerlich. Das ist super ärgerlich, dass mir ein Land fehlt. Aber er sieht, dass ich ein Boardwipe habe. Also alle zurückholen als 4-4. Kann er vom Mana her mittlerweile. Aber naja. Ich könnte. Kaya's Wrath, Nicol Bolas, Blindwide. Geht alles nicht. Ich gönne mir noch einen Time Wipe. Unser Gegner wird irgendwann eine Masse an Kreaturen machen. Wir werden es verhindern. Crack the Egg. Ich würde liebend gern Chandra spielen. Ein Land. Hervorragend. Zeit für Burning. Stay back. I'm an explosively good pyromancer. Und jetzt kommt irgendein 3-Schaden-Sache. Jawohl. Oder 2 Schaden. Das macht aber nichts.
wanted to make a really big fireball. Okay, jetzt holt er alles zurück als Kreaturen, wie es aussieht. Anders würde ich den Move jetzt nicht verstehen. Wir haben auf jeden Fall Massenremoval. Noch lang genug. Wir haben jede Menge Massenremoval. Ugin als nächstes. Ja, Ugin wird als nächstes gespielt. Mhm. Recklessness and fear are the... Ja. Secrets manifest before you. Wir müssen gerade nichts machen. Der Gegner hat scheinbar nichts sein. Bring meine Artefakte alle zurück. Jo, Karte. Golden Egg. Doom Foretold bräuchte er jetzt wieder. Good Globe. Und sucht er wahrscheinlich auch. Der sucht jetzt Removal für Planeswalker. Hat er eingezogen? Ja, sieht nicht so aus. Killen wir erstmal einen. Eine weitere Kreatur wird gekillt. Weil die stört einfach nur. The fabric of the multiverse obeys me. The fabric of the multiverse. Oh je. Mhm. Da sammelt jemand Mana. Jetzt? Ah, ja. Ich verstehe, was das Ziel ist. Jetzt kommen alle zurück. Aber ich habe noch einen Time Warp, das weißt du schon. Oder? Hm. Der will wahrscheinlich Ugin und Sahili loswerden. Na gut. Die haben ja zum Glück nicht Eile, deswegen... Wusch, alles weg. Dance of the Mans. Ja. Das macht nichts. Er zieht viele Karten. I am more than flesh and blood. Okay. Ja, wir machen. Wir suchen uns wieder eine Karte. Kaya's Wrath. Aber das können wir erst später spielen. Ja, Dance of the Mans 2 wäre jetzt brutal. Und dadurch, dass er so viel nachgezogen hat, könnte es auch durchaus kommen. The Fairy? Mhm. Er sucht jetzt auf jeden Fall einen Dance of the Mans. Puh, und ich suche Sachen, die ich spielen kann. Golden Egg wieder. Ja. Das ist ein starker Gegner. Das gegnerische Deck ist sehr stark. Und dann der Beacon. Das ist gut. Eine Fae of Wishes kriegen wir auf jeden Fall zurück.
Ich könnte auch die zweite zurückbekommen, indem ich alles loswerde, aber das mache ich nicht. Ah, Gedanken auslöschen. Und damit ist die nächste Fee weg. Bösartig, bösartig. So. Ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr. Okay, diese Hand ist nicht tragbar. Ein Land allein, das wird nicht fein. Und als Zweiter anzufangen ist auch scheiße. Kann man nicht anders sagen. Oh, ich weiß nicht, wer unser Gegner ist. Deswegen... erstmal dich weg. Time Wipe ist normalerweise gut. Schauen wir mal. Eine zweite Nase oder ein Teferi, okay. Nase des Super, Teferi ist super. Gedanken auslöschen. Nein, Discovery. Ist auch super. Ja, ein Reanimator-Deck, wie es aussieht. Ich brauche Länder tatsächlich. Ein Reanimator. Okay. Oh, das ging schnell. Keine Counter. Okay. Ah, nehmen wir noch einen Ersatz, Teferi. Hat meine Länder gezählt? Warum? Castle Lockwayne. Ei, Karamba. Das hat nicht geklappt. Das passiert im Besten. Mir passiert es auch andauernd. So, wir dürfen als Zweites starten und wir haben bloß zwei Länder. Puh, ja, könnte was werden. Könnte aber gnadenlos scheitern. Und wir haben ein Mirror Match. Warum hat er sich zwei Schaden zugefügt? Ach, wegen dem Schock. Ja, das ist wirklich super. Der Mirror. Willkommen im Mirror. Möge es Spaß machen, Teferi gegen Teferi antreten zu lassen. I'm known for my excellent timing. This might be a bad idea. This might be a bad idea. Oh, schauen wir mal. If it's a challenge you want, then a challenge you'll get. I've got time. Prison Ram, gute Karte. Innovation knows no bounds. I will return. Ich könnte das Prison Ram. Oh, ich könnte das Prison Ram. Ja, wenn er es ausspielen möchte, bitte doch. Wenn er die Zeit dafür hat. Ich werde mit Teferi es einfach. Einfach bouncen. Zieh eine Karte. Lieber Blub. Prison Ram. Für einen Mana, was wirst du denn da spielen? Opt. Ja, Opt. Interessant, der hat viele Shenanigan-Karten drin. This isn't a fight you can win. Wenn er die Karte neu spielen möchte, dann soll er das tun. Im nächsten Zug wird's besser. Let's try this. Ist doch kein Problem. Ich kann zwei Karten spielen. Pro Zug. Oh. Okay.
auch nicht schlecht, um Tokens zu machen. Ist vielleicht besser als Nase, ja, das könnte stimmen. Als Sahili meine ich natürlich. Ein Justice Strike brauchen wir nicht. I'll protect you. So, spielen wir Sakan. No sword can pierce my skin. Magnificent! Wir haben jetzt einige Bedrohungen. Ja, Teferi kann er jetzt opfern dafür. Schock. No. Aber dann ist mein Fire Sun Invention da. Ready to burn. I see. Hone your control. Dich brauche ich nicht zwingend. Wie man Land. Machen wir unseren Teferi etwas größer und schocken den weg. Ich hätte zwar auch Teferi 2 spielen können, aber nee, das will ich nicht. Teferi 2! Sorry, I'm late. Ja, das würde Sinn. Das andere hätte keinen Sinn gemacht. Ach, das ist ärgerlich. Er ist mir im Card Draw voraus. Ah, Fae of Wishes. That's a card I like. We'll create great things, you and I. So. Ich würde jetzt einen weiteren Teferi spielen. Trust me. You'll thank me later. Ich würde das spielen, um länderlos zu werden, auf jeden Fall. Ich würde dich entfernen. Eine Fires of Invention wieder. Ja, warum nicht? Dadurch garantiere ich, dass ich mehr von denen auf dem Feld habe, als er sie entfernen kann. So, ich glaube, ich habe noch keinen guten Planeswalker draußen. Keinen Planeswalker, der das Spiel für mich gewinnen kann. Das ist schade. Here goes nothing. Sahili wieder? Okay, ein weiteres. Und jetzt zieht er eine Karte. Oder swap das Board. Das ist doch ein Planeswalker nach meinem Geschmack. Oh ja, das ist ein wichtiger Planeswalker, weil dann kann er keine weiteren Karten ziehen. Oh, Sarkhan. Auch ein guter Planeswalker. No, I am not making this up as I go. Might demands power. Angriff, Angriff. Schön, kein Teferi mehr. This is hardly my worst defeat. I have learned much. Oh ja.
Ja, Naset hat ihn ausgeschlossen von seinen Mechanics. Ach, herrlich. Sehr gut. So, das ist doch mal eine... Ja gut, interessante Hand. Verstanden. Ja, ich brauche noch ein anderes Land. Ein anderes Land wird noch benötigt. Und sonst geht da nichts. Scheinbar geht doch was. Gut. Ich will mal, dass Sahili klappen tut. Bisher klappt sie nämlich nicht so weg. Okay, Teferi. Das ist dein Job, den zu loszuwerden. Das kann ich zum Glück noch ein paar Mal machen. Und ich habe ein Mana. Wobei jetzt mit den Blockern ist es natürlich auch kein Thema mehr. Rankle. Okay. Ich habe halt kein rotes Mana, das ist das Problem. Mit einem roten Mana wäre das jetzt sehr schnell erledigt. Gut, ich muss so lang warten, bis es klappt. Und wenn es halt bloß... Get a creature token, get some life, draw a card, alles ist. Puh, da haben wir das, was ich brauche. Dann kann er mit Rankle wieder weitermachen. Okay. Ja, das ist Mono Black Midrange Deck. Oh. Interesting. Interesting. So. Tatsächlich Angriff. Ich glaube. Die zwei mit Clarion zu erwischen ist ganz in Ordnung. Ich hätte zwar auch Leben bekommen können jetzt durch den Angriff, aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ein Land wäre notwendig noch. Irgendein Land, genau. Ein Land wäre super geil. Ein Land! Perfekt. Perfekt. Killen wir mal die Kreaturen und spielen Chandra. Und beginnen den Schaden. Bisschen sweaty, hot und sweaty ist immer gut. Ein weiterer Rankle, aber den können wir diesmal töten. Diesmal kann er nicht viel machen, außer uns anzugreifen. Ach, so muss er schon dran. I'm reaching my boiling point. Ah, Justice Strike, perfekt. Perfekt. Is it just me, or is it getting a little warm in here? So, du Rankle, machst dir selbst Schaden. Autschie. Und Teferi sorgt dafür, dass wir einfach irgendwas machen. Das ist gut. Und er hat noch nicht mal Ugin gesehen. So muss es laufen. Auch wenn es manchmal runtergeht, geht's wieder rauf. Jeskai Super Friends. Hart umkämpft gerade, Simic Flash, also ihr habt gesehen, vielleicht wenn ich es bemerkt habe, ich bin jetzt nicht gerade weit vorangekommen. Simic Flash, die habe ich jetzt rausgekattet. Das waren, wenn man da nicht anfängt und im dritten Zug Teferi rauslegt, dann ist die Chance zu gewinnen gleich. Geht gegen null. So ist meine Erfahrung bisher.
Naja, trotzdem. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.